Manchmal gibt es eine Ausbauhilfe für Erwachsene, die das sonst absolut empfehlenswerte Asus Prime X75 Pro von dem für unreife, halbwüchsige und Kleinkinder verbauten leuchtibunti Zeugs befreit. Das heißt, zumindest einmal von der oben verschraubten Plastikverkleidung des In-Out-Blechs. Die rechts unten sitzende Beleuchtung der Plastikverkleidung des Chipsatzkühlers ist leider auf dem Board selbst verlötet. Man könnte die gar lieblich bunten Lichter zwar ablöten, würde damit aber die Garantie für das Board verlieren und könnte schlimmstenfalls die mehrfach übereinander liegenden Leiterbandschichten irreparabel beschädigen, sprich das Board schrotten. Schaltet diese unnütze Kinderspielzeug also lieber im BIOS aus, um auf der sicheren Seite zu sein. Das Entfernen geht reichlich simpel von der Hand. Dreht das Board so um, dass die Lötseite nach oben schaut. Im Bereich der In-Out-Blende gibt es diverse Senkkopfschrauben, von denen die Kühlkörper festgehalten werden, und zwei Linsenkopfschrauben, die die Plastikverkleidung fixieren. Eine sitzt ganz links in einer Linie mit dem Stehbolzen des oberen M2-Steckplatzes, die andere ganz unten in der Nähe des Lochs für die Befestigung des Mainboards. Sind beide entfernt, fällt die Plastikverkleidung ohne jegliches Nachhelfen freiwillig ab. Bitte keine rohe Gewalt anwenden. An die Plastikverkleidung ist ein Platinchen mit 5 LEDs und diversen Widerständen angeschraubt. Die sind für den normalen Betrieb eines PC absolut sinn- und nutzlos und man kann diese absolute Ressourcenverschwendung getrost ausbauen, indem man beherzt an einem kleinen Käbelchen zieht, um den Stecker vom Mainboard zu lösen. Ich gehe davon aus, dass ein Prozessor in einem geschlossenen Gehäuse weder klaustrophobische Anfälle bekommt, noch die Arbeit verweigern wird, weil er sich im Dunkeln fürchtet. Die beiden Schräubchen und das Platinchen nebst Kabelstrang sollte man in der Originalverpackung des Boards also aufbewahren. Man weiß ja nie, ob man das Board nicht doch einmal als Einschlafhilfe für den eigenen Nachwuchs oder die Enkelchen missbrauchen könnte. Viel Spaß mit dem leuchtibunti freien Asus Prime X75 Pro.